Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Session. Dark Souls 2 Wilbald ist wieder auf Erkundungstour. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Tada! Guck mal, so sieht das aus. Hab ich Sound? Ja, geil. Check, 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 check. Ich hoffe mal, das klappt hier alles. Alles richtig abgemischt. Letztes Mal gab es vielleicht bei, wenn ich geschrien habe, hat der ein oder andere Soundprobleme ausgemacht. Ich hoffe, das ist diesmal alles ein bisschen eingestellt. Besser eingestellt von mir. So, Leute, los geht's. Wo waren wir nächstes Mal stehen geblieben? Letztes Mal stehen geblieben, ich weiß gar nicht mehr. Aber es ist schon eine Weile her. Warte mal, wie sieht's? Ach ja, genau, wir haben diesen Boss gelegt. Jetzt weiß ich's wieder. Und ich wollte mir ein paar Level kaufen. Aber ich habe überlegt mir was. Und zwar, ich kann ja auch, bevor ich jetzt mit der Kohle Level mache, könnte ich mir erstmal auch mein Schwert aufwerten. I knew you'd be around. Weil ich finde, das ist total geil, dieses Schwert. Warte mal. Ich glaube, ich brauche 3 oder 4 Titanite Shards, ne? Ja, 3 Titanite Shards. Und dann könnte ich mein Schwert besser machen. So. Ups. So. Also, das heißt, 3 sind was? 2400 Euro und dann nochmal 810. Also irgendwie was? 3210 Euro kostet mich das, dieses Schwert nochmal zu verbessern, oder? Das können wir nochmal machen, ne? Moment, irgendwas hatte ich nochmal gelesen. Irgendein geiles Schwert gibt es hier auch bei dem zu kaufen. Was ganz geil sein soll. Was war das? Spare-X? Irgendwas hatte ich gelesen, hattet ihr geschrieben, dass da gibt es ein Schwert, was ganz geil ist. Wie skalieren die denn alle? Warte mal. C, ich brauche ja Stärke, ne? Also irgendwas Gutes auf Stärke. B auf Stärke. Das ist das Beste bislang, B auf Stärke. Na gut. Aber ich mache das jetzt, weil ich da Bock drauf habe. Achso, Buy Item, genau. Ich wollte Titanite Shards kaufen. 3 Stück, ne? Ich mache das jetzt. So, zack. Und jetzt. Reinforced Weapon. So, hier mein geiles Greatsword. Ich mach das jetzt einfach. Yes! Guck's dir an. Oh, jetzt brauche ich einen Large Titanite Shard. Die hat er wahrscheinlich noch nicht, ne? Ja. 182 Damage. Ja, Leute, ist doch mega. Was wollt ihr denn noch? Hat der diese großen Charts? Restore Equipment Durability. Ach, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass das Sinn macht, sowas zu haben. Damit mein Schwert nicht kaputt geht mitten in einem Kampf. Aber es kostet auch 2500 Mark. Da gucke ich auch nicht. Ja. Ja, jetzt level ich erstmal. Und dann gucke ich mal, was ich noch übrig habe. Oh mein Gott, das Schwert ist schon wieder besser geworden. Hi. Ja. 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 Level up. Aha. So. Ich kann 2 Level machen, oder? 3? 3 sogar. Okay, ich will ein bisschen mehr Leben. Ich will ein bisschen mehr Endurance und ich will ein bisschen mehr Vitality. Da kann ich mehr schleppen. So. Das. Confirm. Yes. Geil. So. Und einige haben gesagt, lest ja immer fleißig eure Comments, auch wenn nicht alle immer erfreulich sind, dass ich vielleicht mal eine leichtere Rüstung anziehen soll und dafür das Schild ausrüsten. Und zwar, warte mal, was war denn das Beste, was ich hatte? 55, 42, 65, 50, 60. 65, das ist doch wahrscheinlich dann der wichtigste Wert, oder? Zack. So, was habe ich jetzt? 72,7. Wenn ich jetzt eine andere Rüstung anziehe, boah, sind die anderen sind aber richtig schlecht. Kann ich das nicht irgendwie mit einem Helm noch irgendwie besser? Ah ja, guck mal. Das kriege ich doch mit einem Helm hin. Der ist zwar nicht so gut, der ist nicht zu sagen, er ist mega schlecht, aber jetzt habe ich beides. Oh Gott, das sieht ja fürchterlich aus. Was ist denn das für eine Haube? So, und jetzt kann ich auch so kämpfen. Ne?
So, okay, Leute. Dann geht's jetzt weiter los, würde ich sagen. Weiter geht's jetzt. So, wo wollen wir denn mal hin? Wir reisen nochmal. Oh, es gibt noch so viele Ecken. Oh, warte mal. Wer bist denn du eigentlich? Die alte Dame ist jetzt bei mir. Hallo. Go on. It's on the cheek for you. Oh. Die ist jetzt bei mir. Die war doch woanders. Jetzt ist sie bei mir. Ja, stark. Wie denn geiles? Natürlich kein Geld jetzt für irgendwas, ne? Hat die unendlich Life Gems? Ah, das ist natürlich, wäre natürlich super. Wenn die da jetzt unendlich viele von hat. Everyone's so stingy around here. Ja. Everyone's so stingy everywhere. You're my only customer. Don't make me beg. Now buy something. Ach, deswegen ist sie mir hinterhergekommen. Weil ich ihr einziger Kunde bin. Not too special, if you ask me. It's just the place where everyone seems to end up. Everyone's so stupid. Das hat sie schon gesagt. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt los und wollen ein bisschen kämpfen. So, okay, Leute, wo gehen wir da mal hin? Ich guck mal irgendwie ein bisschen in den Chat. Also, wir waren das letzte Mal, war der Endboss, war das hier? Ne, das war ja, glaube ich, dieses komische, doofe Schiff, wo ich so oft gestorben bin, weil das schon ganz schön schwer war. Wo war denn? Ach nee, da gab es ja gar kein Bonfire, fällt mir gerade ein, ne? Bei diesem einen Boss. Da gab es gar kein Bonfire, das war dieser Shortcut, den ich genommen hatte. So langsam kommen die Erinnerungen wieder hoch. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Was war das hier, ne? Hier war der Shortcut, glaube ich. War das das? Leiter runter und dann den Shortcut, ne? Ich habe einen neuen Schlüssel. Forest, ja, da. Sollen wir da nochmal hin? Ist da ein Schlüssel? Oder für was ist dieser Schlüssel gut? So, ihr dürft jetzt mitentscheiden, wo wir als nächstes hingehen. Weil wahrscheinlich werde ich da ein bisschen mehr Zeit dann auch verbringen. Es gibt ja total viele Sachen. Ja, okay, dann machen wir da hin. Ihr sagt, ich soll da hin. Dann mache ich das auch. Ich höre mal auf euch. Ihr seid alle ja. Das ist gut, das bestätigt mich in meiner Entscheidung. So, hier war nämlich die Verkäuferin, die ist jetzt nicht mehr da. So, und dann sind wir hier runter. Okay, guck mal, da ist schon wieder hier so ein Heini. Hallo Heini. Nee. Tschüss, oh, ja, das ist doch ganz gut. Erstmal wieder reinkommen. Diese Pausen immer zwischendurch, ne? Das ist das Allerschlimmste. So, warte mal. Ja, hier war genau, hier kam ich. Ah, ja. Da kann ich nochmal runtergehen. Das letzte Mal. Warte mal, da kann ich noch lang gehen. Ja, das ist. Ach, wieso nicht? Komm, ich gehe mal diesen Weg. Und dann droppe ich mich mal hier runter. Ich erinnere mich. Hier. Ah! Scheiße! Ich wollte mich da runter droppen. Das hat nicht funktioniert. Oh, da ist er tot. Aber das schaffe ich doch, oder? Ich kann mich doch da runter droppen. Das geht doch. Oder, Leute? Das sollte funktionieren. Ich bin optimistisch, dass ich das gleich nochmal hinkriege. Hier lang. Bleib mal schön liegen. So, du kommst auch noch. Zwei Stück gleich, ne? Ja, das mit mir.
versucht zu parryen, wie bei Sekiro. Aber das ist alles immer so anders, leicht anders abgemischt. So, pass auf, ich versuche das jetzt nochmal. Ich habe mich auch ein bisschen beeilt, weil hier ist doch irgendwie so ein Archer, so drin, oder? Ja, da unten. Okay, pass auf, warte mal. Wo komme ich jetzt am besten runter? Au, hör mal auf jetzt. Ich guck gerade, wo ich runterkomme. Gibt's doch gar nicht. So? Probier's einfach. Ja! So. Schild hoch. Oh, ich muss mich mal irgendwo kurz sammeln dürfen. So, wo sind die ganzen Archer? Kann ich hier irgendwo mal stehen, ohne einen auf den Sack zu kriegen? Kurz mal meine Flask benutzen. Ja, hier geht das. Sehr schön. Okay. Oh, da schlug schon wieder ein Pfeil ein. So, dann schauen wir mal. Da geht eine Treppe runter. Achso, da kam ich ja her. Lol. Okay, also der Ruhe, der Reihe nach. Alter Schwede, dich da oben hätte ich erstmal holen sollen, ey. Aha! So, gucken wir mal. Ganz in Ruhe, habe ich irgendwas vergessen da hinten? Da komme ich da rein. Oh ja, da kann ich mich wahrscheinlich auch reinrollen. Da kann ich wahrscheinlich rüberspringen. Gibt es da denn auch Leitern? Soll ich erstmal probieren, da hinzukommen? Yes. Okay. Oh! Oh, Alter! What the fuck? Ey! What? Was ist das denn jetzt gewesen? Hallo? Okay. Kommt da jetzt noch einer? Oder. Also war das jetzt eine Warnung oder. Da jetzt hochgehe, kommt da noch ein neuer Ball? Wahrscheinlich. Kann ich mich irgendwo verstecken? Gibt es hier irgendeine Ecke? Oh. Er schießt. So, ich muss erstmal. Ah! So, okay, der Reihe nach. Mit dem Typ kann ich gleich quatschen. So, Amber Herb, alles klar. Der ist weg. So, jetzt rede ich mal mit dem hier. Was ist denn dir widerfahren? Wieso liegst du da gekrümmt? Oh, I'm sorry. I was just daydreaming. Nee, das sieht aber anders aus. My name is Kale. Hallo, Kale. I'm a traveler like yourself. Hm. I'm navigating the continent to create a map. Ah. Why cartography, you ask? Nein, eigentlich nicht. Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was a curse? Something about a curse. How embarrassing. I seem to have lost my focus. Ja, irgendwie schon, du kriegst auch. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Mhm. I came to this land some time ago. Drangleic, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. As something of a squatter, I'm afraid. Okay. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drenlake. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what?
I don't seem to recall. Was ist los mit dem Mann? Der ist ja völlig durch. Were you looking for that map? Nein! Junge! Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Ja, Junge. Here, take this. A key to the mansion. Aha, house key. What a joy to meet a kindred spirit out here. Okay, das war's wahrscheinlich, oder? Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Chisel manizzle. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. Warum? I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Mhm. Die Menschen zu Menschen. Ja, was ist das? I'll be back in Medulla soon. Okay. Perhaps we will meet again and discuss map. Ja, geil. Okay, der ist bald in meiner Base. I'll be back. Ja. Der kommt nach Majula. Ja, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Du, vielleicht fängst du erstmal an, damit aufzustehen und dein Zimmer aufzuräumen. Aber also gerade bist du einfach ein bisschen durchgenudelt. So, okay. Ich habe einen Schlüssel zu einer Mansion bekommen. Das ist doch stark. Hier geht's nicht weiter. Oh. Nee. Da ist die Kugel reingefallen. Ja, das ist ja, also, ist da einer von euch bei draufgegangen? Ich glaube nicht, oder? Das ist, dann gehen wir mal hier hoch. Du bist der Nächste hier. Schnauze voll von diesen ganzen Archern. Feige Säue, für wen halten die sich? Okay, da geht's auf jeden Fall noch weiter. Sehr schön. Komm ich da irgendwie durch hier? Nee, natürlich nicht. Aber da komme ich wieder runter. Habe ich ein bisschen meine Ruhe? Der Archer da oben, weiß ich nicht, ist der noch da? Ich will mal irgendwas ausprobieren. Warte mal. Okay. So. Das ist ja der Schlag. Das ist der Schlag. Okay. Den gibt's nicht auch noch. Warte mal. Ah ja, genau. Okay, so ein Hüpfschlag. Wer schießt schon wieder da oben? So, weiter runter. Climb down. Welche Reichweite? Die haben eine verdammte Reichweite, die Jungs. Das muss man echt mal... Oh, hallo. Oh, Pickup-Item. Throwing Knife. Okay. Da würde ich wahrscheinlich drin versinken. Mit der schweren Rüstung, die ich habe. Aber da von der anderen Seite. Warte mal. Da muss ich mich da so droppen lassen. Da geht's hoch. Kann ich hier rüber springen. Kann mich von da droppen lassen, dann von da. Und da gibt es das Item. Oder komme ich von der anderen Seite rüber? Ah, schauen wir mal. Aber hier, diese Ecke, das war es erstmal irgendwie offensichtlich. Komme ich da so lang? Nee. Und da würde ich auf jeden Fall verrecken. Okay, pass auf. Ich denke... Ja, jetzt ist aber auch langsam mal Feierabend mit diesem Rumgeballer, Leute, ey. Da kann ich mich mal so droppen lassen. Hm? Oh! Hey, yeah, yeah, yeah. Was habe ich hier? Feuerbomb. Okay. Ah, okay, hier geht's runter. Das ist doch jetzt nur zwei geile Items. Ne, eins. Das andere komme ich nicht ran. Titanite-Chart. Na gut, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben habe. Kriege ich das Tor irgendwann mal auf? Wir wissen es alle nicht.
Aber das wäre natürlich schön. Vielleicht ist das ein Shortcut. So, da werde ich wieder verrecken. Okay, also ist das jetzt hier eine Sackgasse? Also bis auf dieses Türchen hier. Was steht da eigentlich? Nice job, Brief. Right, whatever. Das ist wieder so eine Schildkröte. Okay, ich glaube, ich muss dann hier wieder rauf. Dann hier lang und dann da wieder hoch und dann zurück. Ich meine, hier ist jetzt Feierabend. Habe ich irgendwas übersehen? Ich meine nicht, oder? So, Leute, da oben lang war ich ja schon, ne? Gibt's dann noch irgendeine andere? Also ich bin hier schon mal hochgelaufen, das letzte Mal. Hier bin ich schon lang. Frage ist, ob es hier noch irgendeine Ecke gibt, die ich noch nicht gemacht habe. Oh nein, au, au, was war das denn? Die schwarzen Fässer explodieren. Klassiker. Au. 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 Okay. Das muss ich mir merken, hi. Tschüss. Doch gar nicht. Ich habe jetzt auch ein paar Schlüssel und so. Und hier, ich erinnere mich. Oh. Hier gab es auch noch, glaube ich, eine Abzweigung, die ich noch nicht genommen hatte, oder? Kann das sein? Alter. Erwischte mich hier. Nehmen wir einen Live-Jam. So. Nochmal gucken. Warte mal. Hier, also ich habe jetzt einen Schlüssel. Da geradeaus war ich noch nicht, meine ich. Ich bin hier links abgebogen und da ging es dann weiter und hier rechts war ich aber noch nicht. Da, ja, die Dinger, alles klar, da war ich schon drin. Aber hier bin ich noch nicht durchgegangen. Mit dir hatte ich eigentlich schon alles bequatscht, meine ich. Genau. Und hier war ich jetzt noch nicht. Glaube ich. Wer hackt denn hier schon wieder rum? War so klar, dass das Tor zugeht. Oh! Alter. Ein Sandwich. Ah. Oh. Autsch. Okay. Nein, das. Was hast du denn? Ja, genau! Was war das für ein Sprung? Habt ihr diesen Sprung gesehen? Ich bin hier, er ist hier. Er springt los, ich laufe hier lang. So, und er so, oh, weißt du was? Nö, ich zünde mal in der Luft mein Torpedo. Boah, ich piep's wohl. Ich habe gehört, ich soll ein bisschen die Soundeffekte runter machen. Hab ich gehört? Stimmt das? So? So? Ey, Leute, mal ernsthaft. Mal ernsthaft, oder? Habt ihr auch so gesehen? Ich wollte eigentlich nur kurz vorbeilaufen mit so einem Live-Jump und dann die zweite Angriffswelle starten. Aber das war jetzt, also im besten Falle, albern. Unglaublich. Kommen die mir jetzt eigentlich alle hinterhergerannt oder...
unfassbar, ey. Mehr Turtle. Kommt da jetzt wieder jemand, der die Fässer da kaputt macht, oder? Boah, wieso breche ich seinen Schlag nicht? Au, au. Ernsthaft? Ich seh nix, ich seh nix! Eieieiei. Meine Güte. Ja, jetzt ist doch mal Schluss. So. Ach. Ich bin, wenn ich auf dem Weg bin, mir wieder meine Seelen zurückzuholen und so, da bin ich immer so hektisch, weil ich das nicht einsehe, dass ich gestorben bin. Warum ist das Tor jetzt hier für immer zu? Kannst du mir das mal wieder aufmachen oder was? Typ? Ich will an meine Seelen ran. Los, mach das mal auf. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon trap. Ja. Oh. What? Oh, der hat mir was Geiles gegeben. They're dead to call out for help to one another across the fissures between worlds. Ah. With luck, somebody will lend you a hand. Ja, das brauche ich ja nicht. Beschwören machen wir nicht, ne? Well, I okay. See you managed to escape. Okay. Jetzt muss ich da ja irgendwie wieder auf die andere Seite kommen. Aber wie könnte ich mich da droppen lassen? Von da oben? Schießen die wieder auf mich? Oder sind die jetzt für immer? Nee. Boah. Nein, 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 nein! Häng ich da an dem Zipfel? Ah! Eigentlich bin ich da an dem Zipfel festgehangen. Unglaublich, ey. Unglaublich. Unglaublich. So, wie komme ich denn da? Warte mal. Okay, pass auf. Alter, soll ich euch mal was sagen, Leute? Ich sehe gerade zum ersten Mal da hinten die Leiter. Ich habe gerade original zum ersten Mal die Leiter gesehen. Oder bin ich da schon mal hochgelaufen? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt, vielleicht habe ich die letzte Mal gesehen und bin hoch und erinnere mich nicht mehr. Aber diese Leiter da vorne. Das ist ja lustig. Ich erinnere mich nicht mehr. So, komm her. Oh boy. So, gehen wir mal von den schwarzen Fässern weg. Kein Bock. Das ist ja lustig. Guck mal, wie lange! Alter. Von wegen. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, ist das lächerlich. Ha ha!
Alter, die sind richtig kacke, die Typen, ey. Die sind ganz schön hart. Aber ich bin auch hart. So, ich hole mir jetzt erstmal hier Hartwig. So, und jetzt mal schneller die Leiter hoch. Ah ne, hier war ich definitiv noch nicht das letzte Mal. Hier war ich wirklich noch nicht. Alter, was ist das denn? What the fuck? What the fuck? Wer bist du? Wer bist du denn? Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Warte mal. Okay. Der sah ja krass aus. Aber er sah krass aus. Das heißt nicht, dass er krass ist. Ich hole mir den jetzt. Da laufe ich jetzt nochmal hin. Alter Schwede. Was ist denn das für ein Riesenlump gewesen? Und dass er sich auch noch Unterstützung geholt hat, ne? Okay, der ist krass. Aber ich bin auch krass. Komm, Leute. Der kocht auch noch mit Wasser. Den hole ich mir jetzt. Ah, dass ich aber jedes Mal den hier auch noch platt machen muss, das nervt. Warte mal, ich habe eine gute Idee. Pass auf, Leute. Ich zeige euch jetzt mal eine gute Idee. Und zwar Firebombs. Super klug. So, jetzt hole ich mir den. Komm her, Puppi. Welches sind denn jetzt die Explosionsfässer? Nein? Na? Ja. Tschüss, das war unnötig. Sehr gut. Sehr klug. Ohne Gewalt gelöst. Dann kommst erstmal du dran, sonst beschießt du mich am Ende wieder. Oder was auch immer. Was? Ist der noch da, dieser andere Heini jetzt? Ist klar, Leute. Alter, lecco mio. Gomio, ey. So, der Reihe nach. Keine Reichweite. Ja. Unglaublich. So. Wie unhöflich ist das eigentlich? Was ist jetzt mit diesem silbernen Ritter hier? Was war das jetzt für ein Typ? Kommt der nochmal wieder? Ist der, war das nur einmal so irgendwie, ja, mein Guy, ich bin da oder was? Ah, Repair Powder. Zum Glück habe ich das nicht gekauft. Und jetzt? Hi, Dude. Da ist eine Brücke oder sowas. Aber ich hätte ihn auch platt machen können, oder? Ich meine, der hat offensichtlich, war der nicht so gedacht, dass ich ihn platt mache. Aber ich sag euch, wenn der zweite Typ nicht dazugekommen wäre, wenn ich One-on-One gehabt hätte, wäre ich ihn platt gemacht, ne? So.
Ja. Okay. Dann, da muss ich nochmal rauf. Aber hier gibt es nirgendwo einen Weg. Da komme ich ja wieder da durch. Da ist noch eine Tür. Mal gucken. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Life Gem. Okay, also. Ich glaube, ich habe jetzt ja nicht mehr so viel Leben, dass ich jetzt nochmal nach Hause gehe kurz und dann komme ich wieder zurück. Der Weg ist ja nicht so weit. Jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Ne, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich jetzt dieses Gebiet da erstmal gecleared. Lass mich in Ruhe. Mal gucken. Nee. Okay. Da bräuchte ich. Ich dachte, die explodieren vielleicht, aber. Ah, ja, ja. So. Dann gehe ich erstmal nach Hause. Und dann gucke ich mir das nochmal an. So, ach ja, Leute. Ja. Oh, jetzt nicht noch auf die Schnelle getroffen werden. Grunzt mich mal nicht an. Ah, ja, nee, egal. Lala. Lauf, beeil dich. Ja. So. Okay, warte mal. Irgendwo hatte ich gerade gelesen, habe ich noch einen Estus-Chart? Wie sehen die denn aus? Sowas noch? Life Gem, Homewood Bone, Human Effigy, Great Blue, Ember Heart, Witching Urn, Dark Pine Resin. Da, Estus Flask Shard. Ah! Aha, ja, dann muss ich da nochmal nach Hause. Und, dann verbrenne ich den nochmal. Ja, Feuer, was mit Feuer, Nils? Er hat Feuerfalle, doch, ja, soll ich das nochmal machen? Mit Feuerfeilen. Ich habe jetzt so eine tolle. Ja, mit Feuerfeilen. Ich weiß nicht, ich habe aber doch gar keine Feuerfeile. Muss ich welche kaufen, oder? Ich habe keine Feuerfeile. Habe ich Feuerfeile? Wer behauptet, dass ich Feuerfeile habe? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Okay, der Reihe nach. Wo ist die Lady? Is that a here to see light? What? However fainted. Yes. Ah. Geil. Sehr schön. Dann level ich nochmal ab, weil ich habe ja auch durchaus jetzt ein paar Seelen. Rubbish ist eine Value. Soll auf Last eine Large sein? Okay, erstmal gucken. Wie kriege ich dafür? Ah, nein, das wird nicht reichen. Schon nur ein Level machen, oder? Ah, 2600.
Weiß ich nicht. Wir probieren mal. Alter. Seht ihr das gerade? Seht ihr das? Das ist ja ernst jetzt, oder? Die Alte, ey. Das nehme ich dir ehrlich gesagt ziemlich übel. Unfassbar. Aber ich brauchte eh ein bisschen Geld. Das habe ich noch nie erlebt. Muss ich ehrlich sagen. Das habe ich noch nie erlebt. So, Endurance. Ich brauche mehr Ausdauer. Ich merke das immer wieder. Mein Spielstil ist zu ausdauerlastig. So, mit der Kohle gehe ich jetzt mal Feuerbomben für diese Dinger da kaufen. Hast du die da? So Feuerbomben? Ja. Ja, falls der erste daneben geht, ne, machen wir mal zwei. Und dann noch so. Ja, auch okay, komm. Thank you kindly. You're welcome. Okay, Leute. Jetzt gehe ich da nochmal zurück. Und dann schauen wir mal. So. Leute, wie geht's? In den Ladezeiten kann ich mal bei euch so ein bisschen in den Chat mit reingucken. So, remember the Schlüssel. Ja, I remember the Schlüssel. I have the key. I don't know where the door is. Lalalalala. 3 Estus Flasks. Unbesiegbarkeit ist erreicht. Denn mit 3 Estus Flasks kann mir keiner mehr was. Dicker Brummer kommt zu mir. Hallo, Dickmops. So, pass auf. Probier doch mal. Hier bin ich. Ja, ich... Ehrlich gesagt empfinde ich das als frech. Ich wollte noch weglaufen, aber er war der Meinung nein. Und ich war der Meinung ja. Und das hat er jetzt davon. Beziehungsweise ich. Esse ich mir halt so einen Live-Gem. Oh, ja, stimmt, ist auch noch da. Tschüss. So, ich kann aber auch probieren, dass der mich beschmeißt. Aber kriegt dann nicht, also wenn die dann explodieren, habe ich dann nicht ein massives Problem. Ja. Kommt ja noch einer. Genau. Kommt noch einer. Schön in die Kniekehle getreten. Meine Güte. So, ist der. War das jetzt der Typ, der von da kam? Ist der, nee, der ist noch da. Okay. Ich probiere das nochmal. So, hier, ich bin hier, ne? Triffst du mich hier oder. Wie ist das mit deiner Reichweite? Nee, irgendwie trifft er mich nicht. Also. Hallo? Hallo? Ich bin's. Homeboy. Hi. Aber irgendwie funktioniert das nicht, ne? Liegt das daran, dass er auf das Brett geworfen hat oder was? Mal vielleicht ein bisschen weiter nach hier. Hallo. Siehst du mich? Hier bin ich. Siehst mich wahrscheinlich nicht, weil ich sehr gut getarnt bin. Ich habe einen Ninja-Hut auf. Hey! Jetzt muss ich meine Feuerbombe selber benutzen oder was? Oder kommst du jetzt mal? Hallo! Ey, die einfach für nix zu gebrauchen ist. Ich probier's noch einmal. Ich hatte das Gefühl, die sind irgendwie hier, aber... Nee, das geht nicht. Er will nicht. Ich hab die Schnauze voll. Ich mach den jetzt platt, beziehungsweise leben dann die anderen Typen wieder. Pass auf. Wir machen das jetzt mal so.
Sind meine Feuerbomben da? Ich mach das jetzt selber. Ich brauch den nicht. Weh, das klappt nicht. Yes, ich hab's da echt drauf. Hallo Leute. Yes, ein Feuer, ein Bonfeuer. Yes, nice. Hello. Oh, mega. Stark. Aber es ist nur eine Abkürzung. Und leider nicht ein neues. Aber immerhin. Habe ich jetzt eine Abkürzung. Auch nicht schlecht. Zack. Wie viele Helme habe ich ja eigentlich schon, diesen Typen schon? Unendlich. So. Jetzt muss ich nur noch auf den rechten Pfad zurück. Okay. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich lang muss. Also hier auf jeden Fall. Bin ich da geradeaus und dann links rein? Was ist hier? Bin ich da? Ja. Interessant. Ey, das ist jetzt eine Verarsche, oder? Wieso hat der zweite Schlag nicht getroffen? Ist er über seinen Kopf oder was? Und da geht's nochmal hoch. Das ist auch sehr interessant. Was machen die denn da? Was hacken die denn da auf dieser Baumkreatur rum? Was ist mit denen denn los? Hallo? Was machen die da? Soll ich denen mal helfen oder was? Das ist wieder irgendwas Bescheuertes. Entweder lebt der Baum. Wahrscheinlich lebt der Baum und die wissen das und deswegen hacken die auf dem rum. Und wenn ich jetzt komme. Dann wird der Baum lebendig und haut mir aufs Maul. Wie das halt so immer ist. Na, schauen wir mal. Darf ich mitmachen, Freunde? Na? Was jetzt? Bist du jetzt lebendig? Nee. Ah, doch nicht. Ich traue dem Braten aber noch nicht, Leute. Glaubt man nicht, dass ich dem jetzt traue, dem Braten. Guck mal, das sind seine Füße. Der ist zu Baum geworden irgendwann mal, wie in dieser Fallout-Quest. Fountain, wie hieß die noch? Egal. Left Leg. Ja, sehe ich doch. Ein Gebein. Kann ich da raufhauen? An seinen Fuß? Daneben geprügelt, wie ein Trottel. Alter, okay, dann eben so. Nö, will er nicht. Okay. Aber ich habe das Gefühl, wir sehen uns nochmal wieder hier. Da steckt ihm da jetzt, guck mal hier, da steckt ihm jetzt im Bein so ein Speer. Steckt ihm da im Bein. Kann ich ihn rausholen? Nö. Naja, egal. Irgendwas. Wird mit dem sicherlich noch mal passieren. So, dann sind wir hier. Hier machen wir nämlich auch noch nicht. Da links geht's lang, da rechts geht's lang. Hier ist ein Item, dann nehmen wir doch die Seite mit dem Item. Tag, Leute. Wie geht's? Zu euch komme ich gleich. Schild hoch. Da ist ein Item. Kann ich darüber springen? Nee, oder? Obwohl. Komme ich da von der anderen Seite? Nee, vielleicht springen. Ich probiere mal. Nee. Lecco mio. Ich komme nicht weg. Na, ich lebe ja noch.
Ah! Shit! Huh. Okay, kein Problem. Eieiei. Oh, ich dachte, ich wäre tot. Für eine Sekunde habe ich gedacht, ich bin tot. Aber bin ich gar nicht. So, was habe ich hier Geiles? Mailbreaker Infantry Helm. Was ist das für ein Schwert, was ich da jetzt bekommen habe? Was hat da das hier? 75 nur, aber es hat wahrscheinlich. Ja, das ist eine Dexterity-Waffe, wa? Na gut. Ja, hier könnte ich jetzt runter, aber das ist halt der, die Ecke, da komme ich auch so hin. Okay. Warten Sie mal bitte jetzt. Ist das hier die einzige Möglichkeit, dass ich jetzt hier runter jumpe? Jump, jump. Oder ist hier noch irgendwie... Nee, ich muss da runter jumpen. Oder? Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, noch anderweitig hochzukommen? Nö, ich muss da runter jumpen. Das ist ja blöd. Na gut. Dann muss ich das hier machen. Geronimo! Oh ja, gut gelandet. Dann nochmal wieder hier rauf. Ich gehe nochmal dahin. Da muss ja noch mehr sein. Oh, da oben diese Aasgeier da oben. Ey. Okay. Schlagartig wird es hier dunkel. Ach, das war's jetzt hier, oder was? Ihr habt gesehen, also es gibt wohl Illusionen. Ah, warte mal, was stand da gerade? Achso, try attacking? Nee. Nee, attacking, ist doch Quatsch. Ihr habt gesagt, die Schatten sind ja geil. Ihr habt gesagt, diese Wände, die Illusionswände, die muss man mit X quasi dann öffnen. Man kann da nicht mehr gegenschlagen. Deswegen mache ich das auch nicht. Oder? Was meint ihr? Naja. Aber dann war es das wohl hier an dieser Stelle. Wenn da jetzt nicht ein Geheimgang ist. Dann andere Seite. Was hier auf uns wartet. Komm jetzt. Hallo? Alter. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich komme da jetzt nicht hoch. Hätte ich da springen müssen oder was? Verarsch mich jetzt. Muss ich das kaputt hauen? Jetzt muss ich wirklich dreimal auf das Ding einprügeln. Das ist doch unnötig, der schöne Wagen, der war doch noch gut. Ja. Blutflecken. Oh, Item. Ah, aber ich bin ja natürlich nicht so gierig, als dass ich nicht wüsste, dass hier noch irgendwas um die Ecke ist. Da ist er doch. Zwei Stück. Oh, shit. Ah. Nein! Ach, das ist doch doof. Schon alle? Das sind doch noch welche. Erzähl mir doch nichts.
Ja, das war's schon. Sehr schön. Aromatikuse. Was ist das? Was ist eine Aromatikuse? Da. Aromatic Ooze. Apply magic to right-hand weapon. Achso. Na gut. Nur eine Flask hier. Alles klar. Hallo. Der ist aber ein bisschen dürftig. Das ist alles, oder was? Aber das ist doch das Tor, wo der Typ davor saß, oder nicht? Wo ist er denn jetzt hin? Der sitzt da nicht mehr, oder? Der sitzt, der ist abgehauen. Warum ist der denn abgehauen? Naja. Dann ist das hier auch vorbei. Also richtig gelohnt hat sich das ja nicht. Warte mal. Ach was. Au. Ein bisschen tödlich. Ja, der Typ ist weg. Ja, warte mal. Also, was haben wir denn noch? Hier diese, da war ich ja schon mal. Da war ich schon mal. Da ist dieser eine Boss in diese Richtung, ne? Ach, Sound ist wieder da. Hat ihr keinen Sound? Oh, ich habe so gerade voll die geilen Gags gebracht. Oh, der hat mich geblockt. Der ist gesehen, der hat mich geparried. Ja, das hatten wir. Alter, meine Güte. Dass die immer so viele sind. Also, wenn die so alle auf einmal kommen, sind die echt nervig, so in engen Gängen. Das muss ich mal wirklich sagen, das ist gar nicht so einfach. So. Ist da jetzt eine Tür, wo ich Schlüssel für hab? Das wäre doch mal schön. Sind hier noch irgendwelche Typen? Dunkelheit. Da.
Ah, that's not open from this side. Schade, das ist die falsche Tür. Falsche Tür. Und dieses geile Ding da, was war das? Ihr hattet gesagt, da kommen Pfeile raus, ne? In diesem armen Wesen. Na gut, und man kann hier Sachen anzünden, habe ich auch gelesen. Das hätte ich, das hier zum Beispiel könnte ich anzünden. Irgendwie, ne? Mit der Fackel da irgendwie. Aber die brennt ja auch gar nicht. Die muss ich erstmal anmachen. So, okay. Leider. What the fuck? Dunkelheit. Oh, es ist dunkel. Warte mal, wo ist denn jetzt die Leiter? Bin ich blind? Hallo? Wo war die Leiter? Hier? Hat? Bin ich doof? Wo ist denn jetzt da? Lass sie da. Na. Leider hoch. Klopf mal an der Tür. Hau die Tür. Was? Ernsthaft? Ah! Alter, das ist ja mega! Who's there? Der Tod. Alter Schwede, das ist ja mega lustig. Das ist ja komplett anders als in anderen Titeln. Hab ich ja noch nie erlebt. Das ist ja echt cool. Ja. Ey, das ist ja mega. Hätte ich das letzte Mal auch schon machen können? Als ich hier war? Das ist dunkel. Eine Kiste! Life Ring! Large Titanite Shard! Yay! Ich rieche Upgrades. Raises Maximum. Kann ich auch zwei nehmen? Oh. Wieso kriege ich denn den gleichen? Nochmal. Ich kann die nicht. Ah, hier steht eine Message. Ja, ich will ja. Ich kann halt. Ja, wie soll ich das denn machen, wenn diese Message da im Weg ist? Ich meine. Ey, warte mal. Wollt ihr mich veralbern? Entweder der verarscht mich, aber wie kann ich denn hier auf diese Tür X drücken, wenn X gleichzeitig Read Message ist? Das ist doch albern. Das ist getrollt, oder? Das geht gar nicht in Wirklichkeit. Das ist eine Verarsche. Ich glaube, ich mache das mal aus. Wieso müssen die immer ständig einen verarschen hier in diesem Spiel? Was ist das denn? Ist hier überhaupt irgendwas? Nee, ne? Habe ich hier alle Wände ab? Abgeklappert. Ne, hier ist nichts. Schade. Von wegen. Das ist aber echt nicht in Ordnung, so Leute zu veralbern, oder? Was ein Läuterungsstein? Nee, schlagen? Nein. Ihr habt mir doch gesagt, das geht nicht. Da, ihr Lügner. Ihr seid auch Lügner. Warum lügt ihr denn? Das macht man doch nicht. Okay, aber hier haben wir auch wieder ein bisschen was gemacht. Dann gucken wir mal weiter. Gab es hier noch Türen? Da waren doch auch noch Türen, oder? In diese Richtung? Ist noch eine. Ah, jawohl. Nice. Oh, Alter. Au.
Meine Güte. Schnacksel! Eieiei. Ah ja, das ist doch schön. Da geht's hoch. Was ist das hier? Geröll. Okay. Treppe hoch. Mal geradeaus. Ach so, warte. Noch mehr Geröll. Da soll ich nicht durch. Ist das ein Boss? Oh, hör doch mal auf, Mann! Ja, komm halt runter, trau dich! Komm halt, los! Ist das jetzt ein Boss dahinter? Wie soll ich das denn machen ohne jegliches Leben? Ist hier irgendwo ein Shortcut? Warte mal. Vielleicht ist es auch gar kein Boss. Es ist ja hier. Ich gehe da jetzt einfach mal durch. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich habe nur 3.500 Seelen. Lol. Aber ich snacke noch einen Life-Gem. Okay, erstmal kann ich mir den hier holen. Old Arrow, toll. Was hier? Soul of a Lifeless Soldier. Wie sieht das hier aus mit meiner Weapon-Gesundheit? 27 von 60. Ja. Ich gehe da jetzt einfach mal durch. Beziehungsweise gucke ich mich erstmal hier in den Ecken um. Hier sind auch viele so Messages, ne? Boss ahead. Oh Gott. Warte mal, lass ich mal kurz überlegen. Was ist der kürzeste Weg? Jetzt ist die Tür offen. Ich glaube, ich kann hier auch erstmal noch mal nach Hause. Und ich habe auch so ein Homeward Bone noch. Aber erst einmal eben gucken. Klar, hier lang. Badam, badam. Hier. Da oben ist dann ja das Loch. Na komm, so weit ist das nicht, oder? Komm ich da hoch? Da die Leiter und dann bin ich eigentlich schon fast da. Das macht keinen Sinn ohne Flasks jetzt zu dem Boss. Ich weiß ja nicht mal. Guck mal, da ist doch schon direkt die Lücke. Dann mache ich erstmal das. Dann fahre ich jetzt aber auch, ich habe 3.500 Seelen, das macht ja gar keinen Sinn. Dann fahre ich jetzt einmal nach Hause, level mich einmal ab und dann gehe ich da rein. Und dann schauen wir mal, was das für ein Boss ist, ob das überhaupt einer ist. Denn ich vertraue den Leuten hier nicht, ich vertraue diesen Messages nicht. Dark Souls-Spieler sind alle Trolle und sind alle sehr streng. Mit Noobs wie mir. Ja. Level up! Aha. So, was machen wir nochmal? Machen wir nochmal ein bisschen Leben. Ein bisschen mehr Leben. Immer gut. So. Dann kaufe ich mir noch 2 Life Gems. Ich muss tatsächlich sagen, die Souls-Community ist teilweise richtig streng. Ich habe auch so ein bisschen in den Comments gelesen. Und was da teilweise... also da wird sehr streng geurteilt teilweise. Einige Leute sind sehr gut in Souls und können das nicht ertragen, wenn andere Leute nicht ganz so gut in Souls sind. Wie sie selbst. Warte mal, hatte ich nicht jetzt genug für ein Upgrade auch? Aber das ist schon teilweise, da wird man schon ein bisschen gemobbt, muss ich sagen. Warte mal.
1080 Mark, aber ich habe das Titanite Shard. Dann könnte ich das auf 196 bringen. Ja, mach ich das doch. Ich habe doch noch Seelen. Ja, ich komme doch wieder mit Geld gleich. Das sei, die sind, ach, selbst die NPCs sind streng miteinander hier. Das müsste doch eigentlich reichen, um auf 1000 zu kommen. Oder? Ja. Geil. Great. Herr Schmied, ich möchte mit dem Schmied reden. What? You again? So, reinforced weapon. Komm. Yes. Ah, geil, 196, Leute. Jetzt fehlen mir noch 5 Mark für ein Life-Gem. Aber gut. Dankeschön. Ja, wir werden sehen. So, und dann wartet jetzt ein Boss auf uns. Oder? Wie seht ihr das? Erstmal machen wir das hier wieder raus, sonst stört mich das. Und dann fahren wir wieder zurück. So. Was schreibt ihr jetzt? Ja. Schau dir mal den Text zum Schlüssel an. Ja? Von welchem Schlüssel? Ich habe doch so viele. Das haben wir gemacht. Opens Abandoned House in Majula. Okay. Alter Schwede, das war ein guter Tipp. Aber jetzt bin ich gerade da weggereist. Das machen wir das nächste Mal. Guter Tipp, dankeschön. Wenn du das überhaupt gemeint hast. Aber das ist dieses eine Haus, in das ich nicht reinkomme, wo diese komischen Rattenkinder sind. Kann ich dann auch an dem vorbeilaufen? Lass mich in Ruhe. Was ich da gerade übrigens, ich weiß, ich gucke nicht in den Chat, weil ich das selber weiß, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß es, ich muss nicht reingucken, Leute. Und ihr braucht es auch nicht in die Comments schreiben, weil ich das weiß. Ich weiß es. Hört ihr? Ich weiß es. Leute, ich weiß es. Ich brauche nicht mal da reinwinsen. Nicht mal mit einem. Nicht mal schielen. Ich weiß es doch selbst. Oh, entschuldigen Sie. Oh, shit. Oh, ist das der von vorhin? Oh, ist er das? Ist er das von vorhin auf diesem Plateau? Oh, kacke, ist der groß und böse. Oh, der ist voll böse mit mir. Hallo? Nein! Ach, warum schmeißt du mich denn da direkt runter? Ja, tolle Wurst. Okay, das war schnell. Ob der da auch, kann der da auch runterfliegen, der Typ? Oder bin ich der Einzige, dem diese Option offen steht? Was meint ihr? Ich finde, der kann da auch durch. Durchaus mal durchfliegen, rausfliegen. Gibt es noch einen kürzeren Weg? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein. Hm.
Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Okay. So, gibt noch einen Shortcut. Das gucke ich mir gleich an. Erstmal, ach, ich habe eh kaum Geld. Warte mal. Eine Idee. Ah! Es geht! Ah! Fast! Ja, wie lustig! Ich kann sie benutzen! Ah! Okay, das war's wert. Ah, das einmal auszuprobieren. Das war's wert. Nee, ich wusste, dass das passiert. Aber das war auch dumm von mir. Okay, aber meint ihr, kann ich den Typ wirklich mit der Balliste abschießen? Aber wie lustig wäre das denn? Boah, das wäre ja mega geil. Okay, das will ich nochmal probieren. Aber er ist natürlich auch verdammt schnell. Aber da habe ich Bock drauf, das nochmal zu sehen. So, gibt es jetzt denn noch einen Shortcut? Das ist die eigentliche interessante Frage. Der den Weg zu diesem Boss ein bisschen erleichtert. Das ist ja doch relativ lang. Auch wenn man da so geschmeidig durchkommt. Aber irgendwie... Komm. Da, irgendwo, ist da noch ein Shortcut? Da, die Wand? Na, ich weiß es nicht. Ich hau erstmal ab. Guten Abend. Hm. Hier links? Ah, okay, ich habe jetzt nicht die Zeit, mir das anzugucken. Oh, Mann. Rein, 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 rein. Enter the Mist, enter the Mist. Nein! Nein! Oh! Oh! Ich dachte, ganz er snackt und dann geht er schnell rein, aber die haben mich an dem Eintritt gehindert. Was? Er kann doch Leiter runter den Shortcut nehmen. Okay, ich guck gleich nochmal. Nee, Leute, ich will jetzt diesen Boss machen. Ich habe jetzt hier keinen Bock zurückzustecken. Ich will jetzt den Shortcut wissen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Und dann gehe ich zum Boss. Ihr könnt nichts dagegen tun. Ich will Bosskämpfe jetzt. Ich will den jetzt platt machen. So, aber irgendwo gibt es ja noch einen Shortcut. Ein Raum weiter, oder? Ja, genau. So, und wo? War das hier links? Bei den anderen ganzen Typen? Hier links? Nee, oder? Macht ja auch gar keinen Sinn. Hier kann er ja gar keinen. Also es macht ja gar keinen Sinn. Ja, alles klar. Für die ganze Bande. Scheiße. Die ganze Drecksbande habe ich wieder hinter mir hergezogen. Irgendwo hier habt ihr gesagt, gibt es einen Shortcut. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Weil ich natürlich. Jetzt zum Boss lauf. Geh durch! Du sollst da durch! Nein, geh durch! Oh! Okay. Jetzt probiere ich das nochmal irgendwie mit diesem Schießgerät. Mal gucken, was passiert. Los, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh, nein, er will es nicht. Er will es einfach nicht. Okay. Wenn er diesen Flug macht vielleicht.
Au, oh, Alter, voll in sein Schwert. Wie soll ich denn da keine Invincible Frames? Ah, der ist auf jeden Fall eine harte Nuss. Ich mache auch nicht furchtbar Schaden. Ich muss irgendwie hinter ihn kommen. Also er macht die Attacke, ich muss hinter ihn kommen. Und dann muss ich ihn von hinten treffen, weil sein Schild ist zu krass. Dann mache ich mir nur die Waffe kaputt. So. Parry, ja, ich muss Parry üben, ne? Zack, wenn er schlägt, so, pam, Parry. Aber ich muss dann wahrscheinlich nicht wie bei Sekiro einmal so tappen, sondern zack, oder? Zack. Okay, nichtsdestotrotz bin ich natürlich daran interessiert, wo jetzt noch dieser Shortcut ist. Das ist kein Parry. Das ist kein Parry, was ich gerade mache. Das ist Parry. Ja, stimmt. Ah, hör auf! Und Parry! Parry! Warte. Oh, ich will auch Parry üben. Ja, wir üben mal Parry. Du und ich, wir beide. Parry. Nein. Okay. Der mit dem Speer ist wahrscheinlich auch schwer zu parryen, oder? Komm her. Wir üben das mal. Nein. Ja. Weil er super schnell ist. Das ist nervig. Komm her. Komm. Ich will das jetzt üben. Komm! Zu früh. Nochmal. Yes! Parry, Bitch! Habt ihr das gesehen, wie ich ihn geparried habe? Das übe ich jetzt kurz. Kommst du auch mal? Mit dir da oben, hat der eigentlich da die ganzen Kumpels da oben noch, oder? Komm her, ich will mal mit dir Parry üben. Komm her. Aber hier oben nicht, ich habe keinen Bock auf die Feuerbomben. Komm mal zu mir. Los, wir üben das jetzt. Komm! Ah, oh, du bist ja so eine feige Sau. Jetzt komm hierher. Endlich. So, komm her. Komm. Zu früh. Yes, geparried, Bitch. Ich bin Luke Parry, Leute. Und Katy Parry. Ich bin alle Parrys. Kann ich den Fettmobs auch parryen? Aber ich bin im Parry-Modus, Leute. Dickmobs auch parryen oder bin ich dann sofort tot? Probier's einfach. Ich schleich mich lieber von hinten an. Warte. Okay. Aua. Ja, okay. Beim nächsten Schlag bin ich tot. Dann verliere ich ja auch irgendwie immer so Leben und so, ne? Also wenn ich tot bin, natürlich eh, aber ich meine, ich verliere hier meinen Hollow-Shit. Die Dicken kann ich nicht parry machen. Oh, okay. Interessant. Okay, aber alles klar. Jetzt kann ich versuchen, den Dickmobs zu parryen. Ich übe noch ein bisschen. Ja, du kommst sehr gut. Mit dir kann ich gut üben. Komm, übi. Oh. Ah, der ist so schnell, der Speer. Komm her, nochmal, probier nochmal. Komm, ich sehe, wenn sich deine Schulter bewegt. Komm! Los, stich zu, ich sehe das doch. Komm, ich will jetzt. Ah, Mann, ey. Mist. Nicht so einfach. Der Speermann ist nicht gut zu parryen. Ja. Ich will den anderen lieber einen Schwertmann. Lieber einen Schwertmann. Oder so ein Hellebarden-Typ. Ja, dich hier. Habt ihr das gesehen, wie ich den geparried habe? Aber Leute, mal im Ernst, kann man den noch besser parryen? Also kann ich, also wenn der da auf dem Boden liegt, gibt es einen Finishing-Move oder so? Warten, bis er hingeflogen ist und dann? Okay, warte, das mache ich jetzt mal. Ich habe eine neue Aufgabe, ich will Parry üben. Hier werde ich da schon wieder beworfen von da oben, das finde ich sehr unangenehm. Habt. Habt ihr das gesehen? R1, dann einfach alles loslagen, einfach R1 zum Finish, aber wahrscheinlich alles loslassen, ne? Warten, bis der liegt und dann R1. Okay. Ah, geil, ich habe wieder
neue Mechanik, die ich jetzt perfektionieren möchte. Und dann werde ich diesen Dickmops, der weiß das ja nicht, dass ich übe. Und dann werde ich üben, den zu parryen. Deckel. Komm. Ups. So. Okay, den lasse ich mal da stehen, weil ich keinen Bock auf die Bomben habe. Ja, ja, mach mal einen lauten. So, okay. Dann übe ich das jetzt noch ein bisschen. Na, das war ja nix. Alter, würde ich eigentlich. Jetzt geht das nicht, oder was? Also manchmal fühle ich mich wirklich verarscht. Jetzt geht das nicht, oder was? Ja, okay, endlich. So, jetzt übe ich nochmal hier ein bisschen Parry. Ihr seid mir zu viele, ehrlich gesagt. Ach, mit euch will ich eh nicht üben. Hier übe ich jetzt. Und dann könnt ihr mir gleich den Shortcut mal zeigen. Mit dir übe ich jetzt. Alter Schwede. Das ist ja mega nice. So, der nächste gleich. Zu früh tot. Aber zu früh, kurz zu früh geparried. So, okay. Jetzt will ich mal sehen, wo ist hier ein Shortcut? Gibt es hier Shortcuts? Wo sind Shortcuts? Ihr habt irgendwas von links gesagt. Ihr habt gesagt, hier links. Hier ist links. Wo ist jetzt hier? Shortcut. Vision of Giant? Was? Ihr habt gesagt, hier gibt es Shortcuts. Wo ist er denn? Ja, ich weiß auch nicht, wo ich Shortcutten soll. Dort, wo die zwei Typen stehen? Ja, ganz oben. Ne, davor links, okay. Aber ihr veralbert mich hier nicht schon wieder, ne? Also hier sind zwei Typen, hier gibt es ja nichts. Ich weiß auch nicht, wo ich hier Shortcutten soll, ehrlich gesagt. Oder meint ihr noch die Treppe runter? Bei dem Schwert, wo man drauflaufen kann. Ja, okay, da sind ja hier bei den ganzen Typen, alles klar. Alter, habt ihr das gesehen, wie der da angelaufen kam? Alter, wer ist er denn für ein eifriger Typ, ey? Was war das denn? Wo läuft der hin? Holt er jetzt noch irgendwelche Kumpels oder was? Wo ist der hingelaufen? Hä? Okay, Leute! Ich hab Feierabend, Party, Party, Freitagabend, Party. So, wo ist denn hier noch ein Shortcut? Hier ist doch nix. Der geht zum Baum. Springen sollst du, meine Güte. So, jetzt kommt hier noch diese hier. Ihr meint ihr. Ihr seid ja gar nicht so doof. Hier geht das. Das ist der Shortcut, den ihr meint. Dankeschön. Durch die Tür. Und dann hier die Leiter. Ah, das macht Sinn.
Oh, das ist natürlich sensationell. Wie spät ist es eigentlich? So, mal kurz hier Pause. Mega nice. 1400 Mark, egal. Oder? Ja, egal. Ich will jetzt spielen. Ist auch so geil, dass der einfach nicht aufsteht, ne? Gut, dann üben wir das gleich mal in dem Boss. Aber der Weg ist tatsächlich ein bisschen angenehmer als der andere. Wobei mich die hier natürlich massiv nerven. Nee, die kann ich. Das ist unmöglich, glaube ich, die so immer eben zu parryen. Dann laufen wir da mal durch. Oh, falsche Richtung. Ah, dummer Nils. Alter. Alter, Mann, jetzt mach doch mal das, was ich von dir will. Okay, jetzt sind die anderen Typen da noch. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Gebe ich offen zu. Tschüss. Okay, ich laufe jetzt mal rein. Ich habe jetzt zwar ein paar Seelen und so, aber egal. Ich will jetzt mal ausprobieren, ob ich den parryen kann, den Typ. Ah, schnell rein! Ah, sehr gut. Mal, mal probieren. Das war es jetzt eh schon. Ja, okay. Das Timing muss ich mir irgendwie besser draufschaufeln. Aber ich habe Lust, gegen den zu kämpfen. So, was ist hier los? Wieso werde ich hier... Zack. Das macht aber Spaß. Das macht Spaß. Ich will das üben. Das macht, glaube ich, voll Sinn. Wenn man das lernt, dann hat man wahrscheinlich weniger Stress im Leben. Auf lange Sicht. Im Leben des Dark Souls 2, oder? Mhm. So, ich laufe da jetzt durch. Ich meine, ja, sind jetzt auch so viele Gegner, ne? Ja, von wegen, ey. Komm, hier ist doch jetzt Quatsch. So, ich probiere das. Blocken ist mir wichtig. Rein. Rein. Okay. Alter, der ist schwer. Scheiße. Ja, ich probiere natürlich jetzt alles mit diesen Parrys zu machen. Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob ich diesen Angriff... Ich bräuchte ein bisschen mehr Leben, um ein bisschen das häufiger probieren zu können. Ja, Leute, ihr Freund der Buddha, ich habe der versucht, die Ballisten zu nutzen. Und es wird mir sicher auch gehen, aber der ist halt verdammt schnell, der Typ. Sodass, bis ich an der Balliste bin, ist der schon längst da und kloppt die weg. Vielleicht geht das sogar einfach ohne Parry, ne? Also, weil der macht ja da seine... Ich probiere es vielleicht auch ohne Parry. Aber ich habe Bock, gegen den zu kämpfen jetzt. Im Prinzip kann ich auch zweihändig gegen den kämpfen, wenn ich nicht Parry mache. Alter, wie schnell bist du denn? Ich hole den mal gleich zweihändig. Enter the Mist! Ah, rein da! Also. Probier den mal zweihändig. Komm her. Nein, 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 nein. Oh nein. Ah! Ich lebe noch. Was? Ich lebe nicht mehr. Oh. Oh. Ja, aber so geht das. So geht das. Das geht so ganz gut. Also der ist nicht so schwer. Schnups, die Wups, stirbt er. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, ich hatte ihn jetzt halb weg. Das passt schon. Das geht schon. So, ich hau ihn jetzt weg. Ich hau den jetzt weg. Piep. Parry mache ich bei anderen Gegnern. Das übe ich dann bei anderen Gegnern. Den mache ich so. So, jetzt kommen wir hier Usain Bolt hinter mir hergelaufen. Was noch mehr Sinn machen würde, wenn er eine Armbrust hätte. Los, enter the mist, enter the mist! Heilen. Ich spiele einfach ohne Heilen. Das Heilen ist das, was mich jedes Mal aus der Balance bringt. Weil das halt echt ewig dauert. Ich mache es einfach ohne Heilen jetzt. Aber es ist halt manchmal, obwohl ich an ihm vorbeikomme, trifft er mich halt irgendwie und nimmt mir ein kleines Stück ab. Weil irgendwie, dann habe ich halt nicht genug Unverwundbarkeitsframes irgendwie. Dann muss ich halt dieses komische ADP oder wie das heißt, noch ein bisschen leveln. Offensichtlich. Aber das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Nicht verzagen.
versuch's mal ohne heilen gleich. Das bringt mir doch alles nichts. Okay, das ist natürlich jetzt dumm. So. Und hoch. Ernsthaft? Through the mist! Through the mist. Okay. Komm her, hier, Homeboy. Ja. Naja, es funktioniert nicht ohne Heilung. Mann! Fick alles. Entschuldigung, dass ich so vulgär bin, aber das hat mich jetzt genervt. Na, keine Ausdauer mehr. Zu früh. Oh, so. So wird das gemacht, Leute. Soul of the Pursuer, Ring of Blades. Gibt, gibt. Oh, da hinten sind die anderen Heinis. Hoffentlich sehen die mich nicht. Shit. Kann ich noch irgendwo hin? Ja, weg. Ah, da sind noch mehr von denen. Wieso kommen die denn jetzt? Hoffentlich kommen die nicht hinter mir jetzt. Okay, die haben da wirklich schon gewartet, die Lollis. So. Okay, meint ihr, ich kann den abschießen? Oh, geil. Oh, so, mein Herz. Bosskampf, Herz. Vielleicht nehme ich mal so ein Live-Gem. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich jetzt hier nicht verrecke. So, okay. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ich hatte gehofft, hier kriege ich einen Bonfire. Da kann ich runterdroppen, oder was? Praise the Sun, ja. Hier könnt ihr euch einen Screenshot machen und posten und sagen, oh, will bald Lux in the Sun. So. Okay, jetzt mal in Ruhe umgucken. Was gibt's hier alles Geiles? Da geht's auf jeden Fall. Alter, die hacken schon wieder auf so einem Baum rum. Ich will jetzt ein Leuchtfeuer haben. Die sind, lassen mich in Ruhe. Guru, guru. Oh. Ey. Der Herr der Ringe.
Alter! Der trickt mich einfach weg! Okay! Bevor ich mich hier auf irgendwas einlasse, fahre ich mal sowas von nach Hause. Okay. Warte, Leute, pass auf. War da noch was? Da war kein Loot? Okay, immer mit der Ruhe. Erstmal level ich jetzt. Bearer of seek the lest this land swallow you whole, as it has so many others. Wow, okay, erstmal level ich ab. Habe ich noch einen Estus-Shard? Habe ich gar nicht aufgepasst. Puh, okay, spannend. Dann machen wir mal einmal das, einmal das. Das. Und das. So. Das ist okay. Endurance ist einfach so unglaublich wichtig für mich. Dankeschön. Ach, warte mal, genau. Habe ich das? Habe ich denn noch irgendwas? Nope. Okay. Dann hole ich mir hier noch von der Kohle. Könnte ich mir noch ein paar Life Gems holen? An you? So, Leute, jetzt gucke ich mir mal dieses Haus da hinten an. Wir kümmern uns gleich. Ich gehe jetzt erstmal in diese Villa und dann kümmern wir uns gleich mal um das, was ihr sagt, ob da noch Loot liegt oder was. Ich kann da ja gleich nochmal hinfahren. Hallo, ich bin's, Wilbald. Jemand zu Hause? Oh, offensichtlich, weil das sind Blutflecken. Hallo. Alter, ich dachte gerade, das wäre so ein riesiger Monitor, aber das ist eigentlich nur ein riesiges Buch. Aber Bücher sind ja die Monitore des Mittelalters. Alter. Oh, wer schnauft? Irgendwas schnauft hier. Ferris Lockstone. Was macht der? Activates Ferris Contraption. Ferris Lockstone Stone activating a creation of Ferris the Vagabond. Ferris the Vagabond was a legend who wandered the lands creating contraptions to help those in sincere and dire need. The scope of this of his travels was so wide that Pharos has been mistakenly credited with many inventions that were crafted by others. Okay. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich damit machen soll, Leute. Aber es wird schon irgendwie geil sein. So, und jetzt hole ich mir diesen Schnaufi. Wer schnauft? Wer schnauft? Alter, wie groß ist dieses Haus? Erstmal hier auf dem Dachboden. Okay, hier muss doch diesen Blutflecken. Wer schnauft? Er schnauft doch irgendwas. Oder sind da die da unten, diese. Ach, das sind diese kleinen. Die da. Die schnaufen. Schnaufis. Habt ihr irgendwas? Was steht hier? Vision of Life. Mhm. Ach, warte mal. Ist das nicht der Brunnen? Ach nee, der ist direkt da drunter. Ich gedacht, da könnte ich dann in den Brunnen springen. Aber das haben sie wahrscheinlich extra mit einem Dach bedeckt.
damit keiner auf die Idee kommt, in diesen Brunnen zu springen. Mhm, na gut. Dann gehen wir jetzt mal in den Keller. Also irgendwo müssen die ja gestorben sein, hier sind so viele Blutflecken. Schon jetzt weit gelaufen, oder? Warte, da. Da geht's runter, oder? Ja. Genau. Wo sind denn noch welche von diesen Viechern? Also irgendwas muss ja hier sein. Da sind so viele Blutflecken. Irgendwas passiert jetzt hier. Gibt's doch nicht. Jetzt noch weiter runter. Alter Schwede, ist. Alter. Was ist denn hier passiert? Krass, okay, der macht mir irgendein Damage, Blood Damage oder sowas. Oder was ist das, Human Effigy? Da muss man sich dann ja, was ist das für ein Damage, den er mir gegeben hat? Ist das, warte mal. Ich hab doch so Anti-Zeug für irgendwas. Dark Magic. Stamina. Ist auch nicht. Es ist dunkel. Ich hätte mal meine Fackel anzünden sollen. Alter, was ist denn das für ein. Estus Flask Shard. Oh, geil! Oh, mega! Estus Flask Shard. Aber wie tief geht das hier noch in das Gewölbe? Oh, eine Truhe. Soul Vessel. The Vessel of Souls. Was bedeutet das einfach nur? Sind da einfach nur Seelen drin, oder was? Der Seelengefäß. Aber müssen eigentlich nur Seelen drin sein. Die kann ich dann quasi einlösen. Ja. Okay, also dieses eine Skelett hat hier aber mal richtig viele Leute platt gemacht. Das hat hier, guck mal, man kann das richtig rekonstruieren. Wie viele, also die sind alle nach oben gerannt. Da wollten sie hier gegen den kämpfen, da hat er sie alle platt gemacht. Einige sind ins Haus geflohen. Und das Skelett ist irgendwie hinterher und hat die dann im Haus noch platt gemacht. Oder wie darf ich mir das alles vorstellen? Ach, das Soul Vessel ist dafür da, dass ich meine Punkte neu vergeben darf, ja? Okay. Aber das Geilste ist ja wohl die Estus Shard. Wo bist du, holde Jungfer? Da stehst du. Is that a shark? Here, yeah. Let me see it, so that I may help you to see light, however faint. It may be. Yes. Haha, stark. Keine Effekte, ne? Strengthened. Mega. Okay, dann holen wir uns noch mal ein paar Life Gems. Don't abandon a poor old woman. Was? 2 nur. Na gut, immerhin. Besser als nix. Thank you, God. So, ihr Lieben. Jetzt bin ich gerne bereit, nochmal dahin zu reisen und zu gucken, wo da jetzt noch Loot war. Einige von euch hatten gesagt, da ist noch Loot. Das gucke ich mir jetzt mal an.
Das hinter der Tür. Ja, da war ja natürlich noch, ging es ja noch geradeaus, ne? Das ist schon richtig. Tschüss. Gucken wir mal. Oh, falsche Taste. Ah, ich bin ja so dumm. Ich wollte Parry und habe L1 gedrückt. Da wollte ich einfach nur cool Parry machen. Oh. Falsch. Boah, das war krass. Ach komm, ist es mir nicht wert. Ich wollte ja nur mal kurz hier nach dem Loot gucken. Nee, das ist mir nicht wert. Schnell weg. Loot bleibt ungesammelt. Royal Swordsman Helm. Ich kann auch gleich mal gucken, ob ich genug habe, um zwei, was ein lamer Schwertkampf unterschiedlichen Ebenen, ob ich genug habe, um wieder was Besseres auszurüsten. Ich habe, 69. Ja, das wird knapp. Ich bin immer noch sehr dicht am Limit. So, okay, also da. Dann schauen wir mal, was hier noch an Loot sein soll. Also hier offensichtlich nicht, ne? Also dann geradeaus oder was? Bei den Hansels. Ist so gar nichts. Mal gucken. Da ist ein, okay. Ein Loch. Hier ist das Vogelnest. Da wollte ich jetzt gerade nicht wieder hinfliegen. Da geht es nochmal runter. Okay, pass auf. Hier kann ich mich droppen. Hatte ich ja vorhin schon mal gesehen. Da ist noch Loot. Ernsthaft. Oh! Eine komplette Ausrüstung hier. Boah. Ach, jetzt bin ich hier bei den Typen wieder. Das ist eine optische Täuschung. Komm nicht rauf. Okay. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was das ist, was ich da habe, oder? War das das? Ah, ist natürlich deutlich besser. Aber dann kann ich mir halt, muss ich halt irgendwas anderes stattdessen anziehen. 71. Aber die ist sogar besser, oder? Obwohl die. Die ist doch deutlich besser. Eigentlich kriege ich noch irgendwo. Da habe ich schon das. Ja, nein! 70,9? Reicht nicht, oder? 67, okay. 70,9 ist trotzdem Fat Roll, oder?
mache ich das hier? Wie sehe ich aus? Ganz geil, oder? Neues Schild. Ich mag ja meine... Ich mag meine rote Robe sehr. Der Rotrobige. Robert Rotrobe. Du Arschgesicht. Ich muss nicht gegen dich kämpfen. Ich will nur nach Hause zum Bonfire. Alter, ist jetzt mal Feierabend oder was? Ich habe gar keine, ich habe keine Flasche mehr. Weg, 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 weg. Shit. Oh, leider hoch. Nein, 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 nein. Ich wollte doch nur kurz das Loot holen. Ich wollte doch hier gar nicht mehr irgendwie mich groß aufhalten. Meine Güte, ey. Warum denn so spannend? Okay. So. Jetzt haben wir die Wahl. Wo gehe ich noch hin? Ich habe noch dieses Piratenschiff. Und ich habe noch... Ja, ich habe noch ein Schwert gefunden. Ihr habt völlig recht. Das kann ich mir nochmal angucken. Ah, ich habe jetzt natürlich so krass gelevelt, mein Schwert. Bastardschwert? Nee. Das hier. Boah. Das macht ja fast genauso viel Schaden, ohne dass ich das einmal gelevelt hätte. 25 skaliert das. Oh nein. Ich brauche 20 Dexterity und 25 Strength. Ja, ich guck's mir aber zumindest mal an. Okay, das ist ganz geil. Schade, das kann ich noch nicht führen. Also nicht sinnvoll. Aber das ist ganz geil. Da muss ich dementsprechend ein bisschen leveln, ne? Dass ich das vernünftig schwingen kann, oder? Wie sehe ich das? Bastard Sword plus 4. So lange nehmen wir das hier noch. Okay, ihr Lieben. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe zum... Weithändig kann ich nutzen. Ja, jetzt habe ich ja gerade auch ein neues Schwert. Ring of Blades. Oh, ich habe sogar noch einen neuen Ring. Ja, 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 ja. Geil. Increases Physical Attack. Nice. Wird das direkt dargestellt? Plus 72 durch den Ring? Oh, nee, nicht ausziehen. Warte mal ganz kurz. Okay, jetzt. Macht das nur der Ring? 20, okay. Der gibt mir 20. Ja, aber immerhin. Plus 20 durch den Ring. Das ist doch geil. Warte mal, ich will mal die Eigenschaften durchlesen. Captain Drummond's shield, even with its embossing terribly worn, this shield exudes pride and authority, an heirloom passed from grandfather to father, and then from father to son. Drummond and those before him held this shield when facing those who would threaten their great land. Ja, mega. Ist doch super. Okay. 72, also 52 durch die Skalierung und plus 20 durch den Ring, ne? Sehe ich richtig so. Das ist doch toll. So, dann gehen wir jetzt ins neue Gebiet, wo der Adler mich hingebracht hat, oder? Was meint ihr? Travel? Sweet Travel, ist das das? Warte mal. Ja, das war das hier, ne? Nee, warte mal. Doch, The Lost Bastille, das müsste sein. Entscheide selbst. Ich entscheide. Ich entscheide, mal ins neue Gebiet zu gehen. Weil das alte habe ich mir schon mal angeguckt. Ich will hier zumindest mal reinsneaken. Ja, was steht hier wieder? Quite something, ja. Ein Stück Stein, wow. Zwei Truhen. Wirklich wahr? Hier für mich.
Ah, Human Effigy, dankeschön. Und was haben wir hier? Dal Embers ist ein Schlüssel. Ist das für den Schmied? Kann ich das dem Schmied geben? Hm. Na gut. Oh! Der sieht aus wie ein Zwerg, nur und groß. Bist du Freund oder Feind? Hallo? Hallo? Bist du ein Kumpel oder nicht? Komm mal zu mir. Ich kann dich nicht anwählen. Also ich kann ihn nicht fokussen. Normalerweise kann man ja immer nur Freunde nicht fokussen. Ich vermute, ich soll da noch nicht hin. Kann ich da links an der Zinne lang? Oder sterbe ich da einen entsetzlichen Tod? Ich meine, da ist natürlich dieses Geröll, das würde da nicht stehen, wenn ich an der Zinne... Ich glaube, die wollen nicht, dass ich an der Zinne lang gehe. Hallo? Muss ich da rüberspringen? Das ist nicht euer Ernst. Nee, sowas macht das Spiel doch nicht. Das ist doch voll dumm. Das ist doch voll schwierig. Warte mal. Okay, jetzt muss ich mal kurz checken. Was wollt ihr von mir? Da geht's nicht runter. Aber geradeaus. Da rutscht es. Oh, okay, hier geht's. Ah, okay, das ist ja bescheuert. Ist hier denn irgendwas? Hahaha! Ah, meine, die neue Robe ist wunderschön. Hallo, mein Freund, zu dir komme ich gleich. Die neue Robe ist wunderschön. Neurobi. Pick up item. Radiant Life Gym, Large Titanate Chart. Okay, viele neue Wege. Hier kann ich runter. Aber erstmal bleibe ich hier oben. Würde nicht runterfallen. So, sollen wir hier diesen Zinnsoldat platt machen? Tschüss. Boah, ekelhafte Hunde. Kann ich das runterkicken, das Fass? Oder explodiert mir das im Gesicht, wenn ich das runterkicke? Ach, warte, ich kann es einfach so physikalisch. Oder? Ja! 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 Entschuldigung fürs Schreien, aber das hat mich gerade glücklich gemacht. Ich meine, es war sehr offensichtlich, aber das ist trotzdem cool. Oh, mega. Ja, dann ist das hier eine Leiter. Ja. Warte mal, hier läuft hier noch alles bei euch? Seid ihr noch da? Manchmal hängt der Chat sich so ein bisschen auf. Und dann denke ich immer so, ey, seid gar nicht mehr da. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Bin mir nicht sicher. Warte mal. Ah, ich sehe euch gerade nicht mehr. Mal gucken, ob ich hier nochmal einen anderen Chat aufkriege. Mach's mal auf. Ne, hier auch. Ihr seid nicht mehr da. Superchat geht nicht mehr. Warte, ich gehe mal kurz auf YouTube, nur mal, um zu gucken, ob ihr noch da seid. Weil der Superchat geht gerade nicht mehr. Und ich muss mir sicher gehen, dass ihr mich noch seht. Kommt natürlich eine Werbung, ne? Wer macht denn sowas? Alles Roger. Okay, ihr seht mich noch. Sehr gut. Also YouTube ist noch da. Das ist gut zu wissen. Hallo YouTube. YouTube ist noch da. Aber der Superchat ist gerade down. Deswegen sehe ich gerade Twitch nicht. Okay, Leute. So, weiter geht's. Da ist eine Tür. Erstmal sammle ich hier Loot ein. Life Gem, ja, Life Gem ist gut. Ich mag Life Gem. Da ist noch eine zweite Leiter, die gehe ich nochmal hoch. Ist da dieser Typ, mit dem ich jetzt kämpfen muss? Dieser Riese, oder? Ja, Riesi ist da. Boah, der ist ja voll verwundet schon.
Tschüss. Boah, der arme Kerl. Wir tun ja so große, friedlich erscheinende Wesen immer so leid, wenn man sie platt macht, weil die haben immer was Erhabenes. Was schon Melancholisches. Was ist das? Nee, nur ein Bröckchen. Glaubst du nicht, dass ich da runterspringe? Für wen hältst du mich? Hier geht's auch noch weiter. Da geht's wieder runter. Oh, aber das ist zu tief, ne? Ja. Sind das wieder Feuerfässer? Ja, oder? Das sind doch Feuerfässer, die schwarzen. Mal probieren wir was. Habe ich noch so eine Bombe? Ja, eine. Oh, dahinter ist einer. Seht ihr das? Ah, die geht auf. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, dass er wieder steht. Oh! Warte mal. Da ist sogar was durchgeglitscht. Nee, doch nicht. Aber das scheint mir ein Freund. Das ist die Alte vom letzten Mal. Entschuldigung, also die Dame vom letzten Mal, die mir Hilfe angeboten hat. The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Tja, weiß es nicht. Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. Das stimmt. This is for you. Ein Witzebuch. Oh, danke. Of course, I've no idea what it is. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. Sword for the lord. Sword of the lord. It's the sword of the lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... No? Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. Mm-hmm. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Mm. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. What? Hat ihre Maske abgenommen? I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. I'm sorry. Ja. I suppose. Aber ist okay, aber man konnte dein Gesicht sehen. Guck mal, so sieht sie aus. Hat die so ein Brandmal da im Gesicht? Hey. Sieht sehr freundlich aus. Aber ich plündere deine Kiste, wenn es dich nicht stört. Ah, noch einen Schlüssel. Ja, prima. Dann, vielleicht brauche ich deine Hilfe irgendwann mal. Danke. Jetzt für den Moment. Tschüss. Ja, wir sind natürlich auch eigentlich auch so ein Hollow, ne? Also wir sind ja auch diesem Fluch da anheimgefallen. Was ist das? Komm ich hier hoch? Dab, 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 dab. Dab, dab.
Tap, climb up. Ah. Was haben wir denn hier? Ein geheimes Plätzchen. Large Titanite Chart. Sehr, sehr gut. Ich kriege hier Upgrades. Ich glaube, ich werde mein Schwert noch mal ein bisschen upgraden. Bevor ich dieses andere da nutzen kann, wenn ich es überhaupt jemals nutzen kann, kriege ich hier Damage. Ach, ich kann aber einfach den normalen Weg gehen. Ah ja, aber das war doch schön. Ein schönes Titanite Chart. Da hinten ist wieder so ein Riese mit der Machete da. Ach, hier kann ich wieder rüber. Da sind zwei von den Typen. Komme ich von der Seite dann wieder auf diese? Ich glaube nicht. Was ist da noch? Da geht, also runter geht er immer. Ne, der hat mich entdeckt. Oh, wer bist du? Entschuldigen Sie bitte. Benehmen Sie sich mal. Du hast natürlich nichts gemacht, ne? Du guckst einfach nur zu, von wegen, du willst mir helfen. Ja, also warte. Ah, na gut, hier komme ich ja wieder hoch. Dann gucke ich jetzt erstmal in diese Richtung. Von der anderen komme ich nicht mehr zurück. Hier komme ich auch wieder hoch. Dann wieder irgendwelche brennenden Explosionsfässer. Hier mal diese Löcher in der Wand, aber da komme ich nicht durch. Wie viel ist es denn eigentlich? Ja, wir haben ein paar Minuten, haben wir noch nicht mehr viele. Oh, Item! Gold Pine Resin. Oh Gott. So viele Löcher, man guckt sich die alle an und nie ist irgendwas. Und irgendwann das 10. Loch, da ist wahrscheinlich dann irgendwas. Und dann guckt. Oh. Backstep eigentlich nicht bei dem. Okay, wo komme ich jetzt hier hin? Oh. Hm. Da ist ein Mechanismus, das sollte dann ein Shortcut sein. Jetzt locked. Na sowas, okay. Dann komme ich tatsächlich an der anderen Stelle wohl weiter. Oh, okay. Hoch und dann da rechts. Das explodiert. Und hier durch die Wand. Explodiert das durch die Wand? Nope. Oh, wer bist du? Na gut, ich guck mal, wer das ist hier. Ach, der ist aus Stein. Schon wieder so eine Geschichte. Oh, ich muss irgendwann mal die ganzen steinernen Leute entsteinen. Ja, was die für ein grausames Schicksal. Vielleicht haben die alle Medusa in die Augen geguckt. Aber jetzt ist die Frage, komme ich hier überhaupt an dieser Stelle dann weiter? Oder muss ich dann zurück? Und dann, beziehungsweise hier komme ich ja gar nicht zurück. Warte mal. Hier kann ich mich droppen. Okay, das ist ja easy. Dachte, ich komme da nicht mehr zurück. Ist natürlich Quatsch. Komme ich natürlich. So, dann gehen wir nochmal hier lang. Nee.
Dup-di-dup-di-dup. Dup-di-dup. Und hier geht's dann weiter. Hallo, ich bin's. Bill Bald. Ist hier jemand? Ich komme in Frieden. Oh geil. Was ist das für... Ah! Shit! Entschuldigung, dass ich geschrien habe, aber ihr habt es selber wohl selber gesehen gerade. Okay. Bleib hier! Nein, ich wollte nur mich kurz heilen. Bleib hier! Och, warum haust du denn ab? Ich wollte gegen dich kämpfen. Ich musste mich nur kurz heilen. Dude, ich musste mich kurz heilen. Warum haust du denn ab? Och, Mann, ich hatte Bock, gegen dich zu kämpfen. Och, Dude. Ich will kurz mich heilen und dann in den Kampf stürzen. Und du haust einfach ab. Hast du gesehen, dass... Wolltest du nur gegen mich kämpfen, irgendwie mit einem 1/10 Health-Balken oder was? Weil du mich einmal von hinten geschlagen hast, hast mich nicht sofort besiegt, schwupps, haust du ab. Was eine feige Sau. Och, Leute. Och. Einmal kurz heilen und dann... Nein, weg ist er. Komme ich jetzt hier irgendwo weiter? Jetzt bin ich beleidigt. Ich wollte gegen den kämpfen. Mist. Oh, toll. Hier ist denn jetzt wohl auch Sackgasse, wa? Tolle Wurst. Gibt's auch nicht. Geheuerlich. So, warte mal. Komm ich jetzt hier nicht wieder rüber? Der Seite auch nicht, ne? Komm ich hier original nicht mehr zurück zum Leuchtfeuer? Okay, habe ich jetzt hier irgendeinen Gang übersehen? Selbst über diese Stufe komme ich nicht. Jetzt muss ich mal kurz eben nachdenken. Also ich kann ja noch von der anderen Seite, aber da ist dann ja auch... Feiern, oder? Komm ich auch nicht mehr hoch. Nee, geht's auch nicht weiter. Okay, was habe ich denn da gerade gekriegt? Kann man das... Nach was kann man das sortieren? Nach... Ja? Banish Phantoms, return to your world. Leave Summon Sign. Lose Souls and return to last bonfire used. Nee. Ah, das ist die Soul Vessel, Fragrant Branch of Yor. Restores living things from petrification. Restores living things from petrification! Damit komme ich durch diese Tür! Leute! Damit komme ich durch die Tür. Nice. Okay, das heißt... Ah, leider ist die Zeit jetzt vorbei. Aber ich muss ja nicht zum Bonfire. Ich kann ja auch hier sein. Sehe ich das richtig? So, ihr Lieben. Jetzt ist hier nämlich Feueramt für mich. Denn jetzt kommt Ghost of... Tsushima. Tsushima. Mit, ich glaube, Daniel, oder? Daniel Bullimann, glaube ich, hoffentlich. Und hat er schon irgendwas geschrieben, von wem kommt zum Ende oder so? Nee. Damit jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wir sehen uns um 18 Uhr wieder. Nee, um 16 Uhr wieder. Also in 2 Stunden, dann gibt's Satisfactory, auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Und dann schaue ich mal, ob ich es irgendwie schaffe, dass ich zwischen 18:30 und 20 Uhr vielleicht nochmal mit Dark Souls live gehe. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Wir werden sehen. Bis dahin jetzt noch viel Spaß mit Ghost of Tsushima. Tschüss und auf Wiedersehen. Ach ja, seid freundlich in den YouTube-Comments. Tschüss, ich lese das. Seid nett. Tschüss. Jetzt raus. Seid nett in den YouTube-Comments. Aber schreibt auch was rein, aber seid auch nett. Tschüss.